Hallo, ich bin die Sabine. Ich habe heute Shakira mit, eine 8-jährige Westfalenstute. Shakira stammt ab von Sir Donnerhall aus einer Prinz-Tetsch-Mutter. Wir sind heute hier, weil wir mit Rolf die Kurzkehrt verfeinern und verbessern wollen. Wir wollen bis hin zur Schrittpirouette kommen, was ja jetzt für die künftige Ausbildung unser Ziel ist. Wir arbeiten heute mit der Stute Shakira, das ist eine 8-jährige Stute, an der Weiterentwicklung des Kurzkehrts. Das Kurzkehrt geht sie in sich schon sehr, sehr ordentlich. Wir möchten sie ganz peu à peu dahin führen, dass sie noch mehr Last aufnimmt, noch etwas zentrierter wendet und sich noch etwas mehr im Vorderpferd aufrichtet, natürlich aufrichtet. Die Lektion in Kurzkehrt ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Lektion der Klasse L. Später auf dem Niveau MS wird es dann nachher als Schrittpirouette gefordert. Das steigt in der Grad der Kadenz. Der Kreis wird nachher noch mal kleiner geritten, es wird noch mal mehr zentriert. Also das hat einen ganz hohen Anspruch. Wie gesagt, an Reiter und Pferd, ganz, ganz wichtig. Die Hilfengebung beim Kurzkehrt, das Pferd wird aus der Bewegung, aus dem Trab, aus dem Galopp zum Mittelschritt pariert und wird dann in die Wendung geführt. Die primäre Hilfengebung ist die Gewichtshilfe. Es muss eine Verlagerung des Gewichts erfolgen auf die innere Gesäßhälfte, vermehrt, äußere wird auch belastet. Ganz wichtig ist das Nachfassen des inneren Zügels, der stellende Zügel wird verkürzt. Der äußere Zügel wirkt begrenzend, hat eine ganz wichtige Funktion. Er muss darauf achten, dass der Grad der Biegung im Hals und das Vorderpferd wirklich da sicher geführt wird. Der innere Schenkel wirkt vortreibend, der wirkt aktivierend. Und der äußere Schenkel treibt nur in Maßen mit, er hält nur mit den Takt. Aber der äußere Schenkel hat doch die Aufgabe, den Grad der Biegung zu erhalten, zu bewahren, das äußere Hinterbein zu fixieren. Er kommt da in eine verwahrende Position. Der äußere Schenkel darf mal im Lernen auch mal etwas aktiver sein. Später ist das ein sehr ruhiger, geführter Schenkel an der Rippe. Er hat wirklich den primären Auftrag, den Grad der Biegung zu begrenzen. Du reitest erstmal um den Kegel herum eine Volte. Gut, eine 10-Meter-Volte. Gut. Wieder die Hinführung zur Lektion. Gut. So, weil das ist eine ganz bedeutende Aufgabe. Gut, das jetzt soll in der Volte taktsicher, Viertakt wirklich gehen, ganz sicher, fleißig an die Hand heranschreiten. Hier in der Volte, weiter in der Volte bleiben. Hier in der Volte schult man ja schon eine wunderbare Voraussetzung in der diagonalen Akzeptanz zwischen linker Wade und äußerem Zügel, aber auch zwischen innerem Zügel und äußerer Wade. Diese beiden Diagonalen müssen gut abgestimmt sich darstellen. Gut, gut. Im Arbeitstempo antraben. Kurze Trabarbeit. Diese Arbeit ist eine wahnsinnige Konzentrationsarbeit für beide. Es kostet auch sehr viel Kraft. Es wird ganz oft unterschätzt. Wirklich immer wieder einen Ausgleich schaffen und sagen, wieder traben, wieder galoppieren, wieder entspannen. Weil es ist eine ganz, ganz akzentuierte Arbeit um das innere Hinterbein. Gut. Und da in diesem Beugeschritt, da sich zu balancieren, das hat ganz viel mit Balance und Kraft zu tun. Es wird ganz oft unterschätzt. Wirklich immer wieder einen Ausgleich schaffen und sagen, wieder traben, wieder galoppieren, wieder entspannen. Weil es ist eine ganz, ganz akzentuierte Arbeit um das innere Hinterbein. Gut. Und da in diesem Beugeschritt, da sich zu balancieren, das hat ganz viel mit Balance und Kraft zu tun.